Hey Lars, was ist denn eigentlich die Verjährungsfrist bei einer Rechnung und wann ist die? Die Verjährungsfristrechnung ist immer dann wichtig, wenn man ganz viele Rechnungen hat, die alle unbezahlt sind, wo man es nicht hinbekommen hat, die Forderungen eben einzutreiben. Dann ist ja so, dass eigentlich Rechtsansprüche in der Regel halt immer verjähren. Außer Mord. Mord verjährt nie. Und da muss man halt gucken, dass man diese Verjährungsfristen halt im Blick behält. Und bei Rechnungen ist im BGB eben geregelt, das sind 3 Jahre mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Forderung entstanden ist. Das bedeutet eben, jetzt angenommen, man hat zum Beispiel eine Rechnung aus 2016, 31.05.2016, und man hat nicht hinbekommen, diese Forderung einzutreiben. Man hat das verballert, also nicht geplant, nicht geschafft, ans Inkasso irgendwie anzugeben. Der Kunde hat nicht bezahlt. Jetzt hat man eben noch eine Forderung in seinen Büchern stehen. Und jetzt hat man eben mit Ablauf des Kalenderjahres 2016 3 Jahre Zeit, also Ablauf 2016, 17, 18, 19. Das heißt, mit Ablauf des Kalenderjahres 2019 verjährt jetzt erstmal der gesetzliche Anspruch an diese Forderung. Das heißt, man kann dann nicht mehr zum Gericht gehen, einen Mahnbescheid beantragen und dann versuchen, eben den über einen vollstreckbaren Titel diese Forderung einzutreiben. Das geht dann nicht mehr. Man kann es natürlich trotzdem versuchen, aber Rechtsanspruch hat man nicht mehr.